willkommen in meiner Tortenwelt. Heute gibt es mir mal ein herzhaftes Gericht. Und zwar habe ich ein richtig tolles Mittagessen. Natürlich würde es auch ein gutes Abendessen sein. Aber es ist ein super schnelles Rezept. Und zwar ist es eine Nudelpfanne mit Penne-Nudeln und Spinat und Ricotta. Ich finde, es ist einfach auch ein super Mittagessen. Wenn ich zum Beispiel von der Schule nach Hause komme, kann ich mir das mal schnell zubereiten, da es richtig schnell geht und auch sehr einfach ist. Und ich glaube, man braucht wirklich nicht länger als 15 Minuten für dieses Rezept. Und jetzt zeige ich euch auch gleich mal die Zutaten. Für die Penne Spinat Ricotta Pfanne brauche ich 200 Gramm Spinat, den habe ich bereits gewaschen. Dann 400 Gramm Nudeln, in meinem Fall habe ich jetzt hier Penne-Nudeln. Etwas Olivenöl, das sind zu etwa ein Esslöffel. Pfeffer und Salz. 200 Gramm Ricotta und eine halbe Gemüsezwiebel. Ich habe in meinem Wasserkocher etwas Wassereis gemacht und habe damit einen Topf zur Hälfte gefüllt, jetzt die Decke drauf gegeben, damit das Wasser einfach zum Kochen gebracht wird. Und ich mache das immer vorher in einem Wasserkocher, weil es einfach viel schneller geht. Und jetzt kann ich, während es noch langsam anfängt zu kochen, schon mal die Zwiebel nehmen und in Würfel schneiden. Mein Wasser kocht jetzt hier und jetzt kann ich da auch das Salz in das Wasser geben. Und da gebt ihr jetzt Salz nach Bedarf dazu, also je nachdem wie salzig ihr gerne esst. Und jetzt gebe ich auch schon die Nudeln mit dazu. Stand jetzt, dass die Nudeln 11 Minuten kochen müssen, deswegen mache ich das jetzt auch so und kann mich jetzt schon mal um die Zwiebeln weiter kümmern. Während jetzt die Nudeln hier noch kochen, gebe ich schon mal in eine große Pfanne das Olivenöl und erhitze die Pfanne jetzt und gebe da jetzt auch direkt die Zwiebeln mit dazu. Die werden jetzt erstmal angebraten bzw. glasig gedünstet. Zwiebeln sind jetzt gut angebraten und jetzt kommt noch der Spinat mit dazu. Und es sieht jetzt sehr viel aus, aber der fällt noch zusammen. Ich jetzt hier mit rein. Und warte jetzt, bis der ein bisschen eingefallen ist. Aber kann auch schon mal mit Salz und Pfeffer würzen. Und hier sieht man jetzt auch deutlich, wie der Spinat zusammengefallen ist. Und jetzt kommt auch der Ricotta mit dazu. Ich habe jetzt vorhin vergessen zu erwähnen, dass ich auch noch etwas Parmesan dazu habe. Das schmeckt nämlich sehr gut. Das mache ich jetzt mal. Gebe ich die Nudeln mit zum Spinat-Ricotta-Pfanne. Und das Ganze muss ich dann natürlich noch mal gut umrühren. Und jetzt kann das leckere Essen auch schon probiert werden. Ich finde, es schmeckt besonders gut, wenn man noch so ein bisschen Parmesan drüber macht. Das Essen schmeckt wirklich sehr lecker. Ich habe auch schon ein bisschen aus der Pfanne genascht. Und der Teller sieht jetzt so schön aus. Jetzt möchte ich da nicht rumstochern mit meiner Gabel.
Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, wenn ihr das Rezept nachmacht. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, es ist nämlich sehr lecker. Und gerade mit dem Parmesan, den ich ja noch reingemacht habe, weil man halt dieses tolle Aroma einfach hat vom ganzen Gericht. Und das Rezept gibt es nochmal unten in der Infobox. Und wenn ihr euch noch mehr herzhafte Rezepte wünscht, ich möchte zum Beispiel auch noch eine Pfanne mit Penne Nudeln machen und Hühnchen und Oliven. Das werde ich auch noch machen, das schmeckt auch sehr lecker. Also wenn ihr euch noch weitere herzhafte Rezepte wünscht, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!